Heute früh hat Israel den Gazastreifen nach 22 Tagen Krieg geräumt. Dennoch wird die Kritik an Israel immer lauter. Menschenrechtsorganisationen sind nämlich überzeugt, dass Israel diesen Krieg mit unerlaubten Mitteln geführt hat. So habe die israelische Armee Phosphorgranaten über dicht besiedeltem Gebiet abgeworfen, was international verboten ist. Phosphor verursacht Brandwunden, die, wenn überhaupt, nur schwer zu heilen sind. Israel hat angekündigt, den Vorwurf zu prüfen. Eine andere Anschuldigung, die israelische Armee habe Uranmunition eingesetzt, weist man in Jerusalem jedoch scharf zurück. Typische Bilder aus dem Krieg. Phosphorgranaten über dem Himmel von Gaza. Eigentlich darf Phosphor nur als Waffe eingesetzt werden, um Rauchwände zu erzeugen, um die eigenen Truppenbewegungen zu verdecken. Der Waffenexperte von Amnesty International in Gaza hegt aber keine Zweifel mehr, dass Phosphor von der israelischen Armee absichtlich auf zivile Gebiete abgeschossen wurde. Wir können definitiv bestätigen, dass Phosphorgranaten in den Gazastreifen gefeuert wurden. Wir haben Beweise dafür gefunden, nicht nur von dem Phosphormaterial, das immer noch überall vor sich hinglimmt. Wir haben auch die Hülsen der Granaten gefunden, mit denen das Phosphor in dicht besiedelte Gebiete geschossen wurde. Dr. Nafes Abu Shaaban leitet seit 15 Jahren die Abteilung für Brandverletzungen im Zentralkrankenhaus von Gaza. Die Verletzten haben manchmal kleine Verbrennungen, die sich ausweiten. In manchen Fällen rauchen die Wunden noch Stunden danach. Deshalb haben wir irgendwann einmal begonnen, die Verletzten direkt in den Operationsraum zu fahren. Und wir schneiden sofort das verbrannte Gewebe heraus. Manchmal haben wir im Fleisch Stücke gefunden, die angefangen haben, sich an der Luft neu zu entzünden, nachdem wir sie aus dem Körper gezogen haben. Ich bin seit 20 Jahren plastischer Chirurg, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Sabah Abu Halim ist eines der Opfer. Sie saß gerade mit der Familie mittags zusammen, als die Granate im Haus einschlug, sagt sie. Sie war dabei, ihre einjährige Tochter zu stillen. Von der Wucht des Einschlages ist das Baby in die Flammen gefallen. Die anderen Kinder, erzählt sie, hätten geschrien, Mama, sie haben Feuer auf uns geworfen. Sie selbst ist am ganzen Körper verbrannt. Vier ihrer Kinder und ihr Mann sind in den Flammen umgekommen. Zwei Kinder liegen mit schweren Verbrennungen in Ägypten im Krankenhaus. Und das ist Sabahs Haus in Beit Lahia im Norden des Gazastreifens. Große Teile des Gebäudes sind völlig abgebrannt. Die Granate schlug von oben hier ein. Im nächsten Moment stand das ganze Haus in Flammen. Dann kam dieser starke Geruch. Man konnte nicht mehr atmen und es brannte in der Kehle. Und dann wird dir schlecht. Mein Vater brannte sofort lichterloh. Wir haben versucht, ihn zu retten, die Flammen auf ihm zu ersticken. Aber das Phosphor hat im Inneren seines Körpers gebrannt bis zu den Knochen hin. Das ist, wie wenn der Körper schmilzt. 20 Tage ist es her, dass die Granate in diesem Haus eingeschlagen hat. Und überall lagen diese Stücke rum. Und selbst heute, wenn ich noch fest auf diese Stücke draufschlage, entzünden sie sich von selbst. Ich weiß nicht, ob es sich dabei um weißen Phosphor handelt. Aber die Leute hier erzählen, dass diese Stücke stundenlang gebrannt haben. Und immer, wenn sie versucht haben, sie zu löschen, dann haben sie sich erneut von selbst entzündet.